Jetzt geht es hier weiter mit dem Thema zu KI und Nachhaltigkeit, wie eben auch schon angekündigt. Und wir würden auch noch mal nur einen kurzen Blick auf die Slido-Ergebnisse werfen wollen, wenn wir diese eingespielt bekommen. Ah, hier können wir sie jetzt auch sehen. Also wir sehen, 85% haben sich für hoch entschieden, Mittel 15% und niemand zu niedrig. Das heißt, wir haben hier schon mal eine gute Startposition für die nachfolgenden Vorträge. Und ich freue mich jetzt sehr auf den Slot Mehrwert intelligenter Datenanalyse für nachhaltig agierende Unternehmen. Den Slot werden wir zu dritt gestalten, und zwar gemeinsam mit David Koch vom Fraunhofer Institut und Matthias Graf, der Ressourceneffizienzberater der Effizienzagentur Nordrhein-Westfalen ist. Ich selber würde einen kurzen Impuls in das Thema einführen und stelle gleich zu Beginn die Frage: KI und Nachhaltigkeit, Hype oder Hilfe? Wo stehen wir da eigentlich? Ja, also wie gesagt, Hype oder Hilfe, wie gehört KI und Nachhaltigkeit zusammen? Wir haben im Vorgang des Vortrags schon auch mal gehört, dass es halt auch wirklich auch Anwendungsszenarien gibt. Und für uns ist das Ganze eigentlich auch wirklich eine Grundsatzfrage. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich vom KI-Bundesverband komme. Auch da beschäftigen wir uns im Startup-Verband stark mit den Themen. Und hier haben wir mal ein Zitat aus dem IPCC-Sonderbericht. Jedes bisschen Erwärmung zählt, jedes Jahr zählt und jede Entscheidung zählt. Deswegen ist es eigentlich für mich gar nicht so sehr die große Frage, ist es Hype oder ist es Hilfe, sondern es geht für mich vielmehr darum, dass wir wirklich auch was tun und welchen Beitrag kann dazu auch wirklich KI und Technologie leisten. Was wir hier sehen, sind die SDGs, die Sustainable Development Goals, und hier auch wirklich mal die Frage, welchen Fortschritt haben wir, in welchen Bereichen müssen wir uns eigentlich entwickeln und welchen Beitrag kann da jetzt auch wirklich KI leisten? Das KI-Bisschen. Ja? Welchen Beitrag hat KI, wenn wir über Nachhaltigkeit nachdenken? Und da gibt es ganz spannende Anwendungsszenarien, wir haben es eben bei Herrn Dr. König schon gehört, aber solche Fragen wie, naja, auch Google setzt eine KI ein, eigentlich über die Serverauslastung nachzudenken und zu überlegen, wo können wir hier auch Energie eigentlich auch sparen, um sich dann zu überlegen, welche Lücke kann man auch hier wirklich mittels KI identifizieren und eigentlich auch wirklich das Potenzial von KI nutzen, um Treibhausgase zu senken? Und warum jetzt eigentlich KI? Warum ist KI eine Technologie, die sich hierfür anbietet? Wir haben die Komplexität als einen Punkt. Wir haben große Datenmengen, komplexe Probleme, die sich hier natürlich auch ergeben in dem ganzen Feld der Nachhaltigkeit. Und viele dieser Themen können von Menschen gar nicht mehr nachvollzogen werden. Wir haben auch vorhin schon im vorgehenden Vortrag gehört, dass wir viele Themen haben, wo auf einmal anhand von Daten Themen neu beleuchtet werden, die der Mensch aufgrund seines Erfahrungswissens so bisher noch gar nicht im Kontext gesehen hat und sich gar nicht die Frage gestellt hat. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Wetter nehmen, dann haben wir so viele Inputs von Daten, dass die menschliche Komplexität oder da gar nicht mehr ausreicht und KI sich natürlich anbietet, als Technologie hier einen Impuls zu geben. Aber auch die Vorhersage, dieser besagte Blick in die Glaskugel, funktioniert natürlich mittels KI besonders gut, um halt gelernte Beziehungen, Extrapolation in die Zukunft vorherzusagen und mittels KI das ganze Thema auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit zu denken. Optimierungsverfahren, auch hier natürlich ein spannender Punkt, wofür sich KI lohnt einzusetzen. Und wenn wir das Thema KI und Nachhaltigkeit denken, dann hat das Ganze eigentlich zwei Betrachtungsperspektiven. Weil reden wir jetzt über nachhaltige KI oder reden wir über KI für mehr Nachhaltigkeit? Und was meine ich damit eigentlich genau? Ich habe jetzt hier auf die Folie mal meine drei Leitfragen mitgebracht. Ich hoffe, dass es auch ganz gut zu lesen ist. Online wahrscheinlich noch besser als hier vor Ort. Aber das ist für mich immer eine ganz große Unterscheidung. Ich meine, das Thema ist zwar grundsätzlich zu denken, KI und Nachhaltigkeit, aber was genau bedeutet denn das eigentlich? Wir haben einmal die Nachhaltigkeit von KI, Nachhaltigkeit durch KI und dann auch nochmal die Frage, wie machen wir das Ganze eigentlich messbar? Wie machen wir das Ganze eigentlich transparent? Wie zeigen wir auch den Mehrwert auf? Und hier ist so wirklich für uns auch der erste Punkt zu sagen, na gut, Nachhaltigkeit von KI, wie kann das eigentlich gedacht werden? Was wir hier auf der Folie haben, ist einfach mal eine grundsätzliche Definition von Nachhaltigkeit. Auch hier haben wir natürlich erstmal Basisarbeit zu leisten. Was ist denn jetzt hier wirklich nachhaltig? Und was wir hier sehen, ist erstmal grundsätzlich die Frage zukünftige Generationen und ihre Bedürfnisse. Und hier haben wir noch gar nicht den Technologieaspekt mitgedacht. Aber es ist trotzdem auch erstmal die Frage einer nachhaltigen Entwicklung und der Umgang mit Ressourcen. Und wenn wir das Ganze jetzt im Hinblick auf KI denken, dann kommen wir zu einem sehr komplexen Bild und keine Sorge, ich möchte das gar nicht im Detail mit Ihnen erörtern, aber jetzt nehmen wir mal die Nachhaltigkeitsdefinition im Hinblick auf Ressourcen und wenden das mal auf KI-Modelle an.
Und dann haben wir schon die Frage nach, wie trainiere ich eigentlich ein Modell? Wie sieht eigentlich meine Datenhaltung aus? Wo hoste ich eigentlich? Und das ist eigentlich die Nachhaltigkeit von KI, die wir ganz häufig denken oder denken sollten, wenn wir über langfristige Entwicklung von KI nachdenken. Weil auch das hat natürlich einen Effekt auf unsere CO2-Bilanz. Und jetzt kommen wir zum großen Bereich Nachhaltigkeit durch KI. Was ist denn jetzt da die Unterscheidung? Naja, jetzt kommen wir eigentlich zu den Use Cases, die wir mittels KI umsetzen können. Das ist hier mal einfach nur eine große Bandbreite aufgezeigt. Da haben wir von Plastikdetektion im Meer bis hin zur Agrarwirtschaft. Und wenn man sich dann mal überlegt, naja, was sind eigentlich die großen Bereiche, in denen KI einen großen Mehrwert leisten kann, dann hört man immer so, naja, den Energiesektor, Transport, Städte, Landwirtschaft, das sind so die Bereiche, wo man halt auch mittels KI-Technologie große Erfolge erzielen kann. Das ist natürlich immer noch ein sehr abstraktes Niveau. Wir haben es jetzt eben schon mal in der Energiebranche viel tiefer gehört. Das ganze Feld kann man natürlich sehr breit aufspannen und nur wirklich nur mal 3 Exemplare mitzugeben, um das Ganze auch ein bisschen ja, mit Fleisch zu füttern. Wie kann sowas aussehen? Wir haben hier jetzt auch einen Fall, da geht es wirklich mehr um Kühlhäuser. Was hat das Ganze mit Nachhaltigkeit zu tun? Naja, wenn wir halt unterbrochene Kühlketten haben, Wartungsproduktionsverlustkosten, wir haben es vorhin auch schon im Predictive Maintenance Fall gehört, dann führt sowas natürlich sowohl zu Lebensmittelverschwendungen, wenn wir hier es bei Marks & Spencer haben, wo es natürlich um Kühlsysteme geht, als auch natürlich zu Geräteausfällen. Und wenn wir uns auch so einen Produktionslebenszyklus anschauen, dann hat natürlich auch sowas alles im Hinblick auf Nachhaltigkeit eine große Relevanz. Und was hier natürlich ein großes Thema ist, ist sowohl das Monitoring von Sensorik, Stromverbrauchsdaten und spielt natürlich alles im Hinblick auf Nachhaltigkeit durch KI mit ein. Das heißt, hier haben wir KI eingesetzt, um sowohl Ausfälle und Produktionsverluste zu reduzieren, als auch natürlich auch eine proaktive und reaktive Wartung durchzuführen. Ein anderer spannender Fall, jetzt verlassen wir halt eigentlich den ganzen Bereich auch von Lebensmitteltechnologie und Predictive Maintenance, ist automatische Betriebsstörungserkennung. Hier sind wir im Bereich vom aktiven Hochwasserschutz aktiv. Hier haben wir natürlich wieder einen ganz anderen Bereich, wenn wir Nachhaltigkeit anschauen, sowohl von der Branchenperspektive als das, was wir auf technologischer Seite betreiben. Und wie gesagt, ich möchte gar nicht in die Tiefe der Use Cases gehen, sondern eigentlich nur einen Überblick geben, wie eigentlich KI durch Nachhaltigkeit aussehen kann, weil meine beiden Nachredner werden das Ganze dann an der Stelle auch noch vertiefen. Ein anderer weiterer spannender Punkt hier auch nochmal aufzugreifen, ist eine Warenstromoptimierung. Warum ist sowas im Hinblick auch auf Nachhaltigkeit interessant? Naja, wenn wir uns Supply Chain Themen anschauen, dann haben wir in dem ersten Punkt natürlich auch eine Preiskonkurrenz auf dem E-Markt. Das ist aber halt auch die Frage, wie optimiere ich eigentlich meine Routen? Hier in dem Case ging es darum, wirklich auch zu finden, wo kann ich bestmöglich produzieren, wie kann ich bestmöglich meine Routen planen? Und wenn wir natürlich auch Routenoptimierung, CO2, Transportbilanzen uns anschauen, ist das natürlich groß nachhaltig relevant. Und wenn man sich dann natürlich Dimensionen für positive Wirkungspotenziale anschaut, dann hat das Ganze gar nicht nur unbedingt einen Impact auf die CO2-Bilanz, sondern hat vor allen Dingen eine unternehmerische Relevanz. Und hier sind verschiedene Dimensionen aufgeführt. Und hier wird ganz klar deutlich, dass Nachhaltigkeit kein altruistischer unternehmerischer Selbstzweck ist, sondern ganz klar auch auf den Unternehmenswert einzahlt. Und das führt mich eigentlich auch zu der großen Frage, wie messen wir das jetzt eigentlich? Wie machen wir denn eigentlich auch transparent, welcher Mehrwert auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit in unseren Daten steckt? Wir kommen zur KI-basierten Nachhaltigkeitsbewertung. Und hier sehen wir mal Hemmnisse, ja? Also wenn ich jetzt aufgezeigt habe, hey, KI und Nachhaltigkeit, das ist doch eigentlich ein total gutes Zusammenspiel und unternehmerische Mehrwerte haben wir auch. Warum machen das so viele eigentlich noch gar nicht? Was sind denn jetzt hier Hemmnisse? Und das ist aus einer Studie von Bitkom und das sind Industrie 4.0 Anwendungen, also Hemmnisse, die wir haben und wir haben die noch nicht mal im Hinblick auf KI aufgezeigt. Da denkt man sich, naja, warum sind denn noch so viele Leute eigentlich gehemmt, sich diesem Thema zu nähern? Naja, und warum gibt es immer noch so große Probleme oder warum setzen so wenig Unternehmen das Ganze ein? Hauptproblem an der Stelle ist einfach immer noch der Zugang zu Daten. An der Stelle kann ich nur darauf appellieren, dass wir natürlich das große Potenzial von KI und Nachhaltigkeit schon sehen. Wir natürlich aber mal grundsätzlich über die Frage sprechen, welchen Mehrwert können wir in den Daten wirklich auch identifizieren? KI-Technologien können nur so gut sein, wie halt auch die Datenbasis ist, die wir in den Unternehmen zur Verfügung haben. Und wie kann man sich diesem Thema eigentlich nähern? Was haben wir für Lösungsansätze? Wie kommen wir denn jetzt auch wirklich dahin, die Potenziale von KI durch und mit KI von Nachhaltigkeit von KI wirklich auch heben zu können? Wir müssen natürlich halt auch
die Zusammenarbeit von KI-Unternehmen und der etablierten Wirtschaft stärken. Wir haben es eben auch im E.ON-Vortrag gehört. Die E.ON arbeitet auf einmal mit Startups zusammen und sagt, hey, auf einmal haben wir erkannt, welche Potenziale wir erheben können, wenn wir uns auch selber als Unternehmen öffnen. Wenn wir das, was wir bisher hinter unseren verschlossenen Türen gehalten haben, öffnen, uns, ja, er nannte es auch, unser Innerstes freilegen, um wirklich halt auch die Datenschätze, die wir bisher hinter verschlossenen Türen gehalten haben, mit anderen Teilen in Kooperation gehen und wir auch wirklich versuchen, gemeinsam halt KI und Nachhaltigkeit zum Leben zu erwecken. Grundsätzlich ist es ein Thema, und das ist natürlich viel mehr weniger aus unternehmerischer Perspektive getrieben, beziehungsweise die Forderung schon, aber auch im Hinblick auf die Politik gerichtet, Investitionen in die deutsche KI-Wirtschaft müssen auch erhöht werden. Wenn wir so Themen auch gerade wie KI und Nachhaltigkeit haben, sind das Themen, die heute noch nicht ausreichend adressiert sind. Und wenn wir über Daten sprechen und wer sich halt auch in E.ON aufgestellt hat und gesagt hat, wir müssen auch Daten teilen, dann ist es halt auch ein Thema, die Datenökonomie weiter zu stärken. Und auch klare rechtliche Rahmenbedingungen, wie wir gerade auch in der Fragestellung nach Regulierung, wie gehen wir eigentlich mit Daten um, wie gehen wir im Hinblick auf Rahmenbedingungen sind natürlich auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit ein wichtiger Punkt. Um das Ganze mal auch jetzt langsam schon zusammenzufassen und auf die folgenden Vorträge hinzuweisen, was sind denn jetzt eigentlich so die großen Punkte, wenn man über KI und Nachhaltigkeit nachdenkt? Wir haben sicher viele nachhaltige Projekte, die heute schon in der Anwendung funktionieren. Wir haben aber auch viele erfolgreiche Forschungsprojekte in dem Umfeld, wo wir sagen können, KI und Nachhaltigkeit, das ist wirklich ein Perfect Fit und sollte weiter erprobt werden. Wenn wir bei Anwendungen nachdenken oder Projekte, dann sollten wir halt aber darüber hinaus auch über effiziente Hardware und die sparsamen Lernmethoden nachdenken. Das ist der erste Punkt, den ich gemacht habe, die Nachhaltigkeit von der KI. Und das ist ganz wichtig, nicht den Rebound-Effekt außer Acht zu lassen, weil hier natürlich auch, je mehr KI und Nachhaltigkeit gedacht wird, auch das natürlich eine große Rolle spielt. Und je mehr wir über Technologie nachdenken, dann ist es halt noch ein großer Punkt, sich nicht nur zu überlegen, wie können KI und nachhaltige Projekte aussehen, sondern auch die Frage zu stellen, wie wird KI und Nachhaltigkeit grundsätzlich mein unternehmerisches Wirken verändern? Wie werden sich meine Unternehmensprozesse ändern? Wie werden sich meine Produkte verändern? Und was hat das vielleicht auch für Auswirkungen auf mein Geschäftsmodell? Oder wie kann ich mein Geschäftsmodell hin zur Nachhaltigkeit verändern? Als letzte Folie auch abschließen und dann einzuleiten auf den nächsten Vortrag. Nochmal der Punkt zu Mehrwert von Daten, weil ich denke, auch hier ist es nochmal ganz wichtig zu betonen, dass der Mehrwert von Daten auch in der Nachhaltigkeit dadurch gegeben ist, dass Unternehmen gerade diese erstmal heben können, um dann halt das Potenzial für ihre Unternehmensprozesse, Produkte und halt auch für nachhaltige Geschäftsmodelle nutzen können. Das Ganze hat keine fixe Unternehmensgröße. Das Ganze gilt nicht nur für große Unternehmen. Solche Potenziale können auch bereits für kleine Unternehmen genutzt werden können. Das werden wir später auch vor allen Dingen auch noch im Vortrag von Herrn Graf hören, der sich auch gerade auf KMUs fokussiert hat. Wir hören jetzt aber erstmal Herrn Koch, der einen Einblick darüber geben wird, was aktuell beim Fraunhofer passiert. Ich darf an dich übergeben. Ja, vielen Dank, Vanessa, für die nette Einleitung, für den interessanten Vortrag, einleitenden Vortrag. Ja, mein Name ist David Koch, ich bin vom KI-Fortschrittszentrum des Fraunhofer IPA und Fraunhofer IAO. Wir haben eine Studie durchgeführt, die ich hier gerne vorstellen würde, zum Thema Nachhaltigkeit durch KI. Und die Studie wird im Juli erscheinen und ich würde gerne den Inhalt, das Vorgehen hier vorstellen und auch schon erste Ergebnisse präsentieren. Wir haben heute schon viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Die Vanessa hat die Sustainable Development Goals der UN vorgestellt. Wie sieht das eigentlich konkret aus? Wenn man es mal anschaut, am Anfang Mai haben wir in Deutschland praktisch unsere Ressourcen für das laufende Jahr verbraucht. Also die Industrieländer an sich und die ganze Welt insgesamt verbraucht zu viele Ressourcen, emittiert zu viel CO2 und wir müssen also, um den Planeten zu retten sozusagen, an unseren Nachhaltigkeitsaktivitäten arbeiten. Also Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiges Thema geworden, ist auch in vielen Unternehmen angekommen und die Frage ist jetzt, wie kann man die Nachhaltigkeit von Unternehmen verbessern und was gibt es da für Möglichkeiten? KI kann dabei eine große Rolle spielen, das haben wir heute auch in dem Vortrag von Dr. König schon an ganz konkreten Beispielen gesehen. Die Vanessa hat auch schon angesprochen, dabei ist auch die Nachhaltigkeit der KI selber zu berücksichtigen. Das Trainieren von großen neuronalen Netzen kann große Energiemengen verbrauchen und es darf natürlich nicht dazu kommen, dass
der Einsatz der KI die Effekte der Optimierung in den Unternehmen überschreitet, sodass man praktisch dann gar kein Netto-Benefit mehr hat. Wir hatten schon eine Studie mit dem VDI ZRE gemacht und da haben wir eigentlich festgestellt, dass dass künstliche Intelligenz derzeit konkret zur Optimierung von Nachhaltigkeit in Unternehmen noch nicht sehr stark eingesetzt wird, sondern dass Kostenoptimierungen eigentlich viel mehr im Fokus stehen. Das deckt sich zum Teil mit Nachhaltigkeitszielen, aber zum Teil auch nicht. Generell kann man sagen, dass der Zusammenhang, das Zusammenwirken von KI und Nachhaltigkeit in Unternehmen noch wenig beforscht ist. Und das ist auch Gegenstand unserer Studie. Genau. Also das Ziel der Studie ist, einen Überblick zu kriegen über die Strukturierung, über den Einsatz von KI-Anwendungen für Nachhaltigkeit in Unternehmen. Und wir wollen gerade für kleinere Unternehmen auch einen konkreten Handlungsleitfaden erarbeiten. Und dazu werde ich auch einige Sachen nachher hier schon vorstellen, wie man künstliche Intelligenz als Methode einsetzen kann, um die Nachhaltigkeitswirkung des Unternehmens zu verbessern. Wir haben dazu Literaturrecherche durchgeführt und mit zahlreichen von unseren Projektpartnern, also Unternehmen auf Unternehmensseite, Interviews durchgeführt, um erste Handerfahrungen zu sammeln, wie der Einsatz von KI vonstatten gegangen ist in den Unternehmen, was für Erfahrungen es gab, was für Hemmnisse aufgetreten sind und was positive Maßnahmen sein können, um KI erfolgreich einzusetzen. Wenn man sich das Ergebnis anschaut, sieht man, dass wenn KI im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit eingesetzt wird, fast 75% aller Anwendungsfälle in Zusammenhang stehen mit Energie- und Materialeinsparungen. Jetzt sind das aber nicht, ist Nachhaltigkeit mehr als nur Material- und Energieeinsparung, also mehr als Ressourceneffizienz und CO2-Einsparung. Man lässt also großes Potenzial im Hinblick auf Wasser- und Emissionsverhalten allgemein zum Beispiel außer Acht. Das ist ein Aspekt, den man künftig auch mit berücksichtigen sollte, wenn man KI-Methoden einsetzt. Ich möchte hier schon mal einen Ausblick geben auf unseren Handlungsleitfaden. Wenn man KI-Methoden einsetzen möchte, um seine Nachhaltigkeit zu verbessern als Unternehmen, dann ist es ganz wichtig, dass man zunächst mal eine Nachhaltigkeitsstrategie für sich selber schon erarbeitet hat. Wo will ich eigentlich strategisch mit dem Thema Nachhaltigkeit hin in meinem Unternehmen? Dazu ist es wichtig, dass das auch auf einer hinreichend hohen Ebene im Unternehmen angesiedelt ist. Und aus diesen strategischen Überlegungen müssen dann konkrete Nachhaltigkeitsziele abgeleitet werden, sodass man aus diesen konkreten Nachhaltigkeitszielen dann übergehen kann und die Geschäftsprozesse zu analysieren und konkrete technische Fragestellungen abzuleiten. Wir hatten ein Interview geführt das Statement von der Interviewpartnerin war, wenn ich kein konkretes Ziel habe, dann ist auch jeder Schuss ein Treffer. Also es ist wichtig, dass man die Ziele konkret festlegt, als technisches Ziel formuliert und dann im nächsten Schritt prüft, ob KI-Methoden auch der richtige Ansatzpunkt sind, um dieses Problem zu lösen. Gestern gab es auch einen Vortrag zu dem Thema, wo eben rauskam, KI ist nicht immer der richtige Weg. Und das muss man halt genau untersuchen. Wenn KI der richtige Weg ist, dann geht es im nächsten Schritt darum, die Voraussetzungen für den Einsatz von KI im Unternehmen genau zu untersuchen. Also da hat Vanessa auch schon viel zu gesagt. Das ganz wichtige Thema ist, sind die Daten vorhanden? Wenn die Daten nicht vorhanden sind, kann ich die Daten beschaffen in hinreichender Qualität, in hinreichender Menge? Sind die Daten verfügbar? Sind sie qualitativ hochwertig? Ist meine IT-Infrastruktur gut genug, um dauerhaft
stabil zu arbeiten und die KI am Laufen zu halten. Das wären die Voraussetzungen, die geprüft werden müssen und die gegebenenfalls geschaffen werden müssen, bevor ich sagen kann, ich habe hier, eine konkrete Aufgabe, die zu lösen ist, und die KI-Methode ist der richtige Ansatzpunkt, um das Problem zu bewältigen. Ja, wenn das erfolgt ist, dann kann ich hingehen und das Projekt projektieren, Projekt planen und umsetzen. Und die Implementierung wäre dann der letzte Schritt. In den Gesprächen, die wir geführt haben mit den verschiedenen Unternehmen, sind viele Hemmnisse angesprochen worden, aber auch viele Best Practices, die man ja einfach als Tipp befolgen sollte, um erfolgreich zu sein beim Einsatz von KI in Unternehmen. Das erste wäre, und das ist auch schon gestern in den Vorträgen mehrfach gesagt worden und heute auch schon, der wichtigste Punkt: alle Stakeholder mit einbinden und alle Stakeholder früh einbinden. Zum einen hilft das natürlich beim Verständnis des Problems, und das habe ich ja eben gesagt, das ist ein kritischer Punkt, um nachher erfolgreich auch die Methoden einsetzen zu können, aber es hilft auch, Ängste zu nehmen. Letztendlich müssen Mitarbeiter mit der neuen Technologie arbeiten, und da gibt es Ängste und Befürchtungen, die ausgeräumt werden müssen, und natürlich hilft es auch, alle Meinungen einzuholen und den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass sie entsprechend auch eingebunden sind. Mit Pilotprojekten starten, dann skalieren. Also es ist nicht zielführend in der Regel, sofort die ganze Firma mit einer KI-Technik zu optimieren. Man sollte erst prüfen, ob man erfolgreich die Umsetzung starten kann oder bewältigen kann an kleineren Projekten, die man dann im Anschluss skaliert und eben auf größere Projekte überträgt. Datenverfügbarkeit und Qualität sicherstellen. Das habe ich eben schon gesagt oder angedeutet. Das ist das A und O beim KI-Einsatz, dass die Grunddaten, die Basisdaten, aus der die KI lernt, dass die verfügbar sind und eine hohe Qualität haben. Stabile IT-Systeme, das habe ich auch schon gesagt. Stabile IT-Systeme sind notwendig, um die KI verfügbar zu halten und dann auch die entsprechenden Optimierungen, die daraus kommen, umsetzen zu können. Think outside the box. Wir haben das heute auch im Vortrag vom Dr. König gehört. Wenn die Daten ausgewertet werden, kommen in der Modellierung zum Teil Zusammenhänge raus, die man im Vorfeld nicht erwartet hätte. Auf sowas muss man vorbereitet sein und dann auch entsprechend annehmen. Da kann es auch helfen, mal fachfremde Mitarbeiter auf bestimmte Probleme gucken zu lassen oder Daten entsprechend auswerten zu lassen, um zu sehen, ob man Zusammenhänge erkennt, die man im Vorfeld nicht erwartet hätte. Vorher-Nachher-Vergleich. Wir reden ja davon, wie kann KI helfen, die Nachhaltigkeit in Summe zu verbessern. Und dazu ist es natürlich wichtig, den Effekt von einer Nachhaltigkeitsoptimierung durch KI bewerten zu können. Und dazu ist es wichtig, den Basiszustand aufzunehmen, sodass man dann im Anschluss, wenn man das KI-Projekt umgesetzt hat, den Endzustand aufnehmen kann, um dann einen Vergleich zu schaffen. Idealerweise, wenn es darum geht zu bewerten, ist KI der richtige Ansatz, hat man auch noch dann einen Vergleich zu einem Optimierungsergebnis, was man ohne KI durchgeführt hat. Und wenn da rauskommt, dass die KI-Methode die effektivste ist, dann hat man wahrscheinlich alles richtig gemacht. KI ist ein neues Thema und die Kompetenz ist in vielen Unternehmen nicht vom Start her vorhanden. Dr. König hatte auch eben darauf hingewiesen, bei E.ON war das Durchschnittsalter sehr hoch und dieses Know-how ist nicht verfügbar. Es ist wichtig, dass man das Know-how aufbaut. Und zwar sowohl auf der Anwendungsseite als auch über das Prinzip der KI, dass da ein Verständnis im Unternehmen verfügbar ist, um entsprechende Methoden auch bewerten zu können.
Und als letzten Punkt, die Technologie ist im sehr schnellen Wandel und zum Teil, die Vanessa hat es angesprochen, es gibt hohe Investitionskosten, zum Teil kommt bei der ersten Bewertung raus, dass der Einsatz einer KI-Methode nicht effizient ist, weil die Investitionskosten zu teuer sind. Und hier ist es wichtig, wenn man einen Fall identifiziert hat, wo man glaubt, eigentlich ist KI gut, aber es ist im Moment noch zu teuer, dass man das sich in einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal anguckt, weil es ist davon auszugehen, dass die Technologie besser wird, billiger wird und es ist dann davon auszugehen, dass entsprechende Methoden in Zukunft günstiger einzusetzen sind und sich dann der Business Case an der Stelle nochmal ändert. Genau, das waren erste Ergebnisse aus unserer Studie. Die vollständige Studie wird im Juli auf der Website des KI-Forschungszentrums zur Verfügung gestellt werden. Und damit wäre ich am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Als nächstes ist der Herr Graf dran. Und freue mich dann im Anschluss noch auf einen interessanten Austausch. Dankeschön. Ich will die Studie haben. Hallo zusammen. Kann man die Folien vielleicht groß machen? Egal. Hallo, mein Name ist Matthias Graf von der Effizienzagentur. Ich bin jetzt sozusagen aus der Sicht der KI der pragmatische Umsetzungsanteil dieses Slots hier. Wir versuchen im Grunde genommen als Effizienzagentur die KMU, also kleine und mittlere Unternehmen hier in Nordrhein-Westfalen, ein Stück weit in dieses Thema mitzunehmen, in dieses Thema Ressourceneffizienz, so nennen wir es pragmatisch. Also wie schaffe ich es im Grunde genommen mit Material- und energieeffizienteren Methoden, bessere Produktqualität zu erzeugen und damit verknüpft auch natürlich bessere Services und damit letztlich natürlich Wettbewerbsfähigkeit zu generieren. Und vor dem Hintergrund dieser Thematik sind wir im Grunde genommen jetzt in den letzten 10 Jahren in dieser ganzen Debatte, gerade auf bundesdeutscher Ebene mit dem Thema Digitalisierung, Industrie 4.0. Ich war auch gestern auf der Hannover Messe. Da ist im Grunde genommen das Thema Maschinenbau, das muss man das nach der Pandemie noch mal ein bisschen sich entwickeln lassen. Da ist im Moment echt viel Wachstum wieder noch vorhanden in Hannover. Also da ist nicht so viel los gewesen. Aber im Grunde genommen die alten Prozesse, metallverarbeitenden Prozesse, Halbzeugprozesse, Gesenkschmiedeprozesse, als auch natürlich Automatisierungsprozesse verschwinden immer mehr. Habe ich gestern so gesehen. Und es ist alles digital. Gerade die großen Systemanbieter haben im Grunde genommen gerade im Bereich der Automatisierung von der Optik her nicht viel Neues in den letzten 10 Jahren so an der Messe zu bieten, finde ich, so von der reinen Visualisierung. Aber die sind echt viel präziser, viel schlauer, viel klüger geworden. Und es modularisiert sich auch immer mehr, was Teilprozesse anbelangt in den einzelnen Wertschöpfungsketten. Und das ist natürlich Digitalisierung und letztlich damit verknüpft auch das Thema KI. Das heißt, das, was wir eigentlich, und deswegen teile ich absolut die Ansicht, KI ist komplex und extrem komplex und da gibt es natürlich Hemmnisse, die sind alle gerade benannt worden und wir versuchen sozusagen als Effizienzagentur dieses Thema mal pragmatisch voranzubringen mit dem Thema CO2. CO2 ist ja auch Klimaziele etc. Ein wichtiger Leitparameter, um unser Wirtschaften und um unser Tun auch wirklich ehrlich mal zu bilanzieren, auch in der ganzen Lieferkette. Und damit verknüpft auch natürlich meinen eigenen Konsum. Letztlich geht es auch um uns als Privatpersonen und nicht nur um Unternehmen, das runterzubekommen, weil wir haben diesen Overshot Day jetzt schon im Mai, wusste ich gerade gar nicht. Vor gefühlten 3-4 Jahren vor der Pandemie war das, glaube ich, noch Anfang August. Ist das so schnell runtergegangen? Ja, August ist vielleicht für die gesamte Welt und Mai jetzt speziell für Deutschland. Ja, das finde ich sehr bemerkenswert. Also im Grunde genommen in den ersten 5 Monaten dieses Jahres, also jetzt quasi,
haben wir die Ressourcen verbraucht, die die Natur braucht, eigentlich für ein Jahr. Also wir verbrauchen doppelt, mehr als doppelt so viel Ressourcen, wie die Natur eigentlich vertragen kann. Und wir versuchen im Grunde genommen über das Thema Ressourceneffizienzsteigerung und die damit einhergehenden Umsetzungen das Thema zu platzieren, zu forcieren und damit auch KI den Weg zu öffnen, weil ohne KI wird es auch nicht gehen. So. Das haben wir jetzt gerade gehört. Ich klicke da ein bisschen durch. Also das ist natürlich ein Thema, was ich mittlerweile so sage, nicht nur das Thema Scope 1 und 2, also im Grunde genommen Verbrennungsprozesse, Gas, Wasserstoff hört man mittlerweile auch sehr viel. Wasserstoff macht aus meiner Sicht nur dann Sinn, wenn es sich wirklich um grünen Wasserstoff handelt, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Aber um dahin zu kommen, müssen wir extrem an dem Thema Material arbeiten, also an unserem Konsum und an dem Thema Ressourceneffizienz, was ja gerade aus der Fraunhofer-Studie auch schon herausschimmerte. 75% aller Beteiligten in diesen Interviews sehen in dieser Ressourceneffizienzsteigerung ein elementares Instrumentarium, CO2-Impact runterzumachen. Also das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Und da sind wir bei dem eigentlich, was im Kern wichtig ist, mal zu beurteilen, wo stehe ich eigentlich als Unternehmen, im Übrigen auch als Privatperson, kann man auch privat machen. Dann nehme ich jetzt zum Beispiel hier links die direkten Emissionen im Scope 1, also das ist im Grunde genommen alles, was meine Systemgrenze und Verbrennung, also Verbrennungsprozesse beinhaltet. Das sind Gasöfen in größeren Unternehmen. Das sind aber auch natürlich Fahrzeuge, alles, was mit Verbrennung zu tun hat. Im Übrigen in vielen kleinen mittelständischen Unternehmen noch immer sehr viel Heizölkessel für die Beheizung von irgendwelchen Räumen. Wir haben das Thema Scope 2. Scope 2 ist im Grunde genommen Strom. Und da ist natürlich zu wenig zu sagen, ich kaufe grünen Strom. Das geht, das ist klug, das ist auch gut und viele Mittelständler machen das auch. Aber letztlich ist das natürlich zu wenig im Sinne von Reduktion des Impacts, weil so viel Strom, ich glaube, wir verbrauchen 1.500 Terawattstunden in der Bundesrepublik Deutschland, müssen wir natürlich, um das mit Alternativen zu kompensieren, deutlich weiter im Verbrauch reduzieren. Sonst kommen wir da nicht hin, was die Klimaziele auch der Bundesrepublik anbelangt. Das ist das eine. Also wenn große Unternehmen im Grunde genommen sagen, ich will klimaneutral, klimaneutral ist im Übrigen in dem Zusammenhang der falsche Begriff, also eigentlich ist es treibhausgasneutral, ist nur ein komisches, abstraktes deutsches Wort. Wenn größere Unternehmen im Grunde genommen von Treibhausgasneutralität reden, dann ist es immer Scope 1 und 2. Das ist gut, das ist schon mal echt der Anfang. Aber wo wir als Effizienzagentur die ganze Zeit gerade im Umgang mit den Ressourcen fokussieren, ist das, was links steht. Ich kann das gerade auf gar nicht so detailliert betrachten. Also im Grunde genommen, Scope 3 Upstream ist die gesamte Lieferkette, die ich habe als Unternehmen. Und da ist ja gerade die Verfügbarkeit von Rohstoffen ein extremes Thema heute. Und das wird auch nicht besser. Also Stichwort China oder Stichwort Ukraine. Auf der anderen Seite ist es natürlich extrem wichtig, mehr Wertschöpfung in meine Materialien und Produkten zu bekommen. Also im Grunde genommen das, was man früher unter dem Thema Eco-Design verstanden hat. Wir nennen das mittlerweile Circular Economy. Wir müssen uns mehr darum bemühen, wenn wir etwas herstellen, dass wir versuchen, dieses Produkt auch während der Nutzungsphase, Verwertungsphase als auch Entsorgungsphase besser einzuordnen und den CO2-Rucksack da auch ehrlich zu bewerten. Das ist das, was wir vielfach in Unternehmen tun. Und das beinhaltet im Grunde genommen das, was Ökobilanzierung eigentlich will. Davon haben wir aber auch ganz schnell Abstand genommen vor dem Hintergrund, dass diese Lebenszyklusanalyse, also von der Rohstoffgewinnung bis hinten zur Entsorgung, im Grunde genommen unfassbar komplex ist. Und da geht es wirklich nicht
ohne KI beziehungsweise ohne Digitalisierung. Wir haben im ersten Ansatz, weil wir fokussiert sind auf mittelständische Unternehmen, in den Systemgrenzen Cradle to Gate, also von der Wiege bis zum wahren Ausgangstor, versucht, eine schöne Bilanzierungssystematik zu entwickeln. Das hilft den Unternehmen auch extrem. Und damit im Grunde genommen den ganzen Impact in Scope 1, 2 oder 3 auch ehrlich zuzuordnen und dann auch konkrete Maßnahmen daraus abzuleiten. Das mal nur nebenher. CO2 ist nicht gleich CO2. Ich werde immer gefragt, ja, wir haben hier noch das Gas und das Gas. Das ist jetzt von meinen Kollegen Schwefelhexafluorid, das ist ein ganz träges Isoliergas für Schaltkästen, also für Hochspannungsschaltkästen. Da wird in mittelständischen Unternehmen ganz normal so ein Schaltkasten begast. Das ist aus Sicherheitserwägungen, weil mit diesen hohen Spannungen viel Funkenthemen und Sicherheitsthemen, damit verknüpft auch natürlich viel Sicherheit einbauen. Und da wird in der Regel auch immer nach dem Prinzip viel hilft viel, Schwefelhexafluorid echt nicht nur hergestellt, also die Mittelständler kaufen das in der Regel natürlich, aber man muss sich darüber im Klaren sein, wo geht eigentlich so ein Schaltkasten denn mal hin und wie wird er eigentlich verwertet? Und verwertet wird er, um ehrlich zu sein, in den ganz normalen Abfallentsorgungsanlagen und da wird es entgast, das ist ähnlich wie Stickstoff, das ist nicht relevant, also das ist auch nicht toxisch, nur schwebt ganz langsam nach oben. Und entsprechend hat das einen Impact, hier ein Zahlenbeispiel, von 23.000 Mal mehr als jedes CO2-Molekül. Beispiel, und davon gibt es extrem viel andere Themen, also Gas-, Betriebsstoffthemen. Das Thema Unternehmensbilanz, nur mal ganz am Rande, das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu ins Detail gehen, aber im Grunde genommen, das ist das, was ich ja auch im Grunde genommen gesagt habe, Supply Chain, die Lieferkette wichtig ist einzuordnen, wo kaufe ich eigentlich meine Rohstoffe her, die Abhängigkeit von China ist extrem und das erzeugt natürlich einen entsprechenden Scope 1 und 2 gerade in der Lieferkette und den mal ehrlich zu bilanzieren, wichtiges Thema. Dann erzeuge ich natürlich immer als Unternehmen etwas und versuche natürlich hinten raus in Scope 3 indirekt mit meinem Produkt erzeuge ich auch Ressourcenverbrauch und darüber muss ich mir mal im Klaren werden im Sinne von Produktentwicklung oder auch Implementierung von digitalen Services zum Beispiel. Du unterbrichst mich, wenn die Zeit vorbei ist? Ah, das ist der Timer. 6 Minuten habe ich noch, ist das richtig? Und wenn es jetzt um Treibhausgasemissionen insgesamt geht, dann geht es natürlich prioritär, operativ um das Thema Ressourceneffizienz. Wie packe ich das eigentlich an? Schlanke Fabrik, Materialflussoptimierung. Ich habe jetzt in dem Zusammenhang mal ein paar Beispiele in diesem Thema Eco-Design und Ressourceneffizienz mitgebracht. Das ist auch ein schönes Beispiel zum Thema Realität. Also wir haben ungefähr 90-95% der gesamten Volkswirtschaft besteht aus kleinen und mittleren Unternehmen. Und das ist links. Und gestern auf der Industriemesse in Hannover sehe ich rechts. Und das ist natürlich etwas, was uns dazu veranlasst hat, nicht das Thema KI prioritär, sondern das Thema Prozesse, Geschäftsfeldentwicklung und die damit einhergehenden Effekte im Bereich der Ressourceneffizienz zu beackern und gleichzeitig damit zu verknüpfen durch Pilotprojekte, würde ich es fast bezeichnen, Pilotprojekte, KI über ERP-Systeme, MES oder BDE-Datenerfassung sukzessive zu implementieren in den Unternehmen. Das ist im Grunde genommen unsere Vorgehensweise. Dazu haben wir einiges an detaillierten Ausarbeitungen in einzelnen Teilprozessen gemacht. Ich will da gar nicht so stark drauf eingehen, weil ich jetzt gerade gar nicht mehr so viel Zeit habe. Das ist aber so etwas, was gerade auch genannt wird.
typisches Unternehmen, wie Sie gerade kurz gesehen haben, 14 CNC-Fräsmaschinen und dazu irgendwo hinten noch eine Oberflächenbeschichtung, ein thermisches Spritzverfahren, erzeugt natürlich in der Auftragsreihenfolge und wie ich was organisiere in meiner Produktion eine extreme Komplexität, die ich ohne KI oder auch ohne digitale Hilfe nicht mehr zustande bekomme. Und das erzeugt entsprechend nicht nur Komplexität, sondern auch Betriebs- und Rohstoffverbrauch, der häufig ganz schnell im Müll landet und gar nicht in den Produkten. Das Gleiche gilt für Oberflächenveredelungen. Hier ein Beispiel von dem größten Oberflächenveredler im Sauerland mit über 5000 Betriebsaufträgen am Tag. Das ist erstmal eine Nummer, die du ohne KI oder ohne Software überhaupt nicht mehr organisiert bekommst. Und in diesem ganzen Spannungsfeld bewegt sich das Thema und entsprechend haben wir, und da wollte ich jetzt noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen, in diesen vier Clustern Organisation, Abwicklung, Kalkulation und auch Unternehmenszukunft viele Mittelständler betreut, im Grunde genommen da auch wirklich etwas besser zu werden. Und KI heißt bei Mittelstand, so wie ich es gerade darstellte, Kennzahlen, vernünftige Kennzahlen und nicht nur Umsatzrendite oder auch Geschäftsentwicklung, was Euros anbelangt, sondern im Grunde genommen spezifischer Ressourceneinsatz pro Produkteinheit oder einen entsprechenden Energieeinsatz pro Produkteinheit. Und solche Dinge interessieren solche Unternehmen wie hier die Firma Marfa. Mit denen haben wir eine Lageroptimierung gemacht und da fängt man einfach erstmal an mit einer Excel-Tabelle und versucht dann im Grunde genommen einzuordnen, um relevante Informationen zu bekommen, dann entsprechend eine Übersicht zu bewahren, auch ein kleines Unternehmen mit 200, 250 Aufträgen online, ein Online-Shop am Tag, da ist richtig viel Musik und richtig viel Bewegung in der Organisation, in der Buchhaltung, da ist gar nicht so viel Trouble in der Fertigung und als ich mal in die Fertigung gekommen bin, habe ich eigentlich festgestellt, das Unternehmen ist eigentlich eher ein Lagerunternehmen, also 3/4 der Fläche war Lager. Alles von diesen kleinen Druckluftpistolen und diesen ganzen Zusatzteilen, typisch mittelständisch. Gefertigt haben sie auch noch ein bisschen, aber so genau was, wie, wann, war eigentlich nicht möglich. Und da Kunden zeitnah, termingetreu, gut zu sozusagen beliefern über einen Online-Shop, ist eine riesige Organisationsherausforderung und das geht nicht ohne KI. Und da sind wir auch im Bereich in der Umsetzung, wo es darum geht, Lagerwirtschaft besser ans ERP-System anzubauen. Das ist ein ähnliches Projekt. Hier haben wir ein ganz wichtiges Projekt, wieso Unternehmen in die Insolvenz laufen. Früher hatten wir das Thema Serienfertigung auch noch in Deutschland, also wo ich gerade von der Uni gekommen bin. Das ist auch schon etwas länger her, stelle ich gerade fest. War die Serienfertigung, vielleicht die Interaktion mit Ihnen. Vor 20 Jahren hatten wir noch viel, viel mehr Serienfertigung in Deutschland. Und diese Serienfertigung ist eigentlich mittlerweile weg. Wir haben eine hochvariantenreiche, individualisierte, auf diesen Themen Produktqualität mit Services gebaute klein- und mittelständische Wirtschaft, die unfassbar flexibel am Markt eigentlich morgen nicht weiß, was sie heute abarbeiten muss. Und das erzeugt extreme Präzision in den Daten, gerade was die Kalkulation und die Preisfindung anbelangt. Wenn man nämlich zu viel Produkte erzeugt und damit keinen Gewinn macht, dann fährt man, ohne dass man es fühlt und sieht, entsprechend in die Insolvenz oder zumindest in die Liquiditätskrise. Und da entsprechend Datentransparenz mit KI oder auch mit digitalisierten Rückmeldemechanismen zu organisieren, das ist so der Einstieg, wie wir versuchen sozusagen, wir als Effizienzagentur versuchen, Mittelständlern zu helfen. Und damit ist eigentlich meine Zeit abgelaufen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung.
ganz lieben Dank. Dann hast du es hinten raus in deinem Vortrag ja noch in der Zeit geschafft. Eigentlich wären, glaube ich, noch ein paar Folien gekommen. Erste Frage in die Runde. Haben Sie Fragen? Gibt es Fragen aus dem Publikum? Sowohl an Herrn Koch oder auch an Herrn Graf. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Ansonsten stelle ich mal die erste Frage. Wir haben es einmal von Ihnen gehört aus der Studienperspektive heraus, von Ihnen mehr aus der Anwendungsperspektive. Wie bekommen wir denn jetzt eigentlich Unternehmen dahingehend, sich mit dem Thema KI und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen? Was sind die ersten Schritte? Was sind eigentlich die ersten Gespräche, die da geführt werden? Vielleicht aus der Praxis zuerst? Vertrauen. Ich würde jetzt sagen, einfach mal Vertrauen. Viele mittelständische Unternehmen haben nicht so viele Akademiker in den eigenen Strukturen, also zumindest bei den kleineren Unternehmen ist das der Fall. Und die Mittelständler, also die Geschäftsführer sind eigentlich in der Regel immer mit dem operativen Geschäft viel zu viel zugange und versuchen da im Grunde genommen immer irgendwie was zu arbeiten. Und da brauchen sie einen vertrauensvollen Partner. Deswegen funktioniert das mit uns ganz gut, weil wir sind ein unabhängiger Fachpartner, der erstmal für Gespräche offen ist und solche Dinge qualifiziert, um dann im Grunde genommen der KI den Weg zu bahnen. Also so will ich das bezeichnen wollen. Herr Koch, haben Sie an der Stelle noch Ergänzung? Sie haben ja ganz viele Gespräche auch im Rahmen Ihrer Studie geführt. Ja, also für die Unternehmen ist es wichtig, dass wenn auf der Geschäftsführungsebene da mal die Entscheidung gefallen ist, sowas einzusetzen, eben die Mitarbeiter mitzunehmen. Das kam bei uns raus als ganz wichtigen Punkt, weil doch gerade in der Belegschaft und ich vermute, dass es gerade auch in so kleineren mittelständischen Betrieben, wo auch, wie der Kollege gerade gesagt hat, der Akademikeranteil vielleicht eher ein bisschen geringer ist, da doch große Vorbehalte gegen so eine neue Technologie herrschen. Das andere ist durch Ergebnisse überzeugen, also durch gute Praxisbeispiele überzeugen, dass es eine effektive Maßnahme ist. Und mit welchen Anwendungen oder in welchen Anwendungsbereichen sollte man da starten? Ja, also das kam ja raus, was gerne genommen wird, sind Energieeffizienzanwendungen. Alles, wo eine komplexe Datenbasis zugrunde liegt, was kompliziert ausgewertet werden muss, da bietet sich KI hauptsächlich an. Also ich würde da in jedem Fall immer sagen wollen, Kernprozesse, also im Grunde genommen an den Fertigungsstrukturen, das Thema Ausschuss, Materialeinsatz, mal ein bisschen mit Kennzahlen, Workshops mal zu diskutieren und dann vernünftige, im Sinne auch der Nachhaltigkeit, vernünftige Kennzahlen für die einzelnen Unternehmen mal herauszuarbeiten. Also Energieeintrag pro Produkteinheit oder irgendwelche Sachen, wo man im Grunde genommen mal Produkte gegenüberstellen kann und dann mal bewerten kann. Ne? Also das halte ich für einen Schlüssel. Da sind wir auch beim Punkt wieder der Transparenz und der Messbarkeit im Hinblick auch auf KI. Okay, eine ganz andere Frage noch. Was zieht denn jetzt eigentlich mehr? KI oder Nachhaltigkeit, wenn Sie mit Unternehmen sprechen? Oder denken Unternehmen das heute eigentlich auch schon zusammen? Für viele Unternehmen ist das Thema Nachhaltigkeit ein sehr abstrakter Begriff. Und ich glaube, der muss erstmal immer so ein bisschen diskutiert werden an der Wertschöpfung. Was mache ich eigentlich? Bin ich ein Elektrozulieferer oder bin ich ein Gesenkschmiedenpressenhersteller oder? Das sind völlig unterschiedliche Fragestellungen, die man aber an diesem Leitparameter CO2 schön bewerten und bilanzieren kann und damit sozusagen Fragen erzeugen kann. Also ich versuche immer gerade über den Scope 3, den ich gerade dargestellt habe, also Verbrennung und Strom einkaufen, das ist ja Standard, aber über das ganze Thema Material Unternehmen zu irritieren. Also wieso eigentlich Material A und nicht B oder wieso in der Menge und warum der große Ausschuss oder solche Sachen. Und damit kommt man in dieses Thema, oh, da könnte ich ja schon mal ein bisschen klüger einkaufen, weniger einkaufen und so weiter. Und da sind Sie ja in diesem Ressourceneffizienzthema, was ja gerade auch in der Fraunhofer-Studie benannt wird. Also das ist der Einstieg. Und das müssen Sie monitoren und das müssen Sie qualifizieren, das müssen Sie entwickeln. Das ist ein langwieriger Prozess, den wir auch in vielen Unternehmen, gerade in so kleinen Unternehmen, sehr über mehrere Jahre sich hinzieht. Ne? Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass Nachhaltigkeit schon bei vielen Unternehmen sehr stark im Fokus ist und auch ein großes Interesse für KI herrscht. Was noch nicht so oft passiert ist, dass beides zusammengedacht wird oder dass KI als Lösung für Nachhaltigkeitsthemen angesehen wird. Und das ist so, wie ich die Frage beantworten würde. Also es zieht beides.
spannend wird es dabei, wenn es darum geht, beides gemeinsam zu denken. Und was sind so die typischen Probleme und Herausforderungen? Ich meine, wir haben über KI gesprochen als Technologie. Ganz häufig steckt der Mehrwert ja aber in den Daten. Sind unsere Unternehmen eigentlich wirklich schon an dem Punkt, in der Breite über KI nachzudenken und das in den Einsatz zu bringen? Ja, ich habe ja gesagt, oder das ist ja auch heute vielfach angeklungen, dass das Sammeln der Daten und die Verfügbarkeit der Daten und die Qualität der Daten eine ganz erhebliche Notwendigkeit ist, um eine KI erfolgreich einzusetzen. Und da sind viele noch nicht so weit und das sind Voraussetzungen, die man schaffen muss, um dann erfolgreich auch zu sein im nächsten Schritt. Das sehe ich genauso. Das größte intellektuelle Problem in Unternehmen ist eigentlich das Nichtverstehen von KI. Und da von der sozusagen Systemanbieterseite ein paar vertrauenswürdige kleinere Projekte platzieren, damit man sozusagen Nutzen daraus generieren kann, einen kleinen Nutzen nur, vielleicht in einer Produktgruppe oder im Sinne eines neuen kleinen Energiekonzeptes, auch wenn es zum Beispiel nur Solarstromeigennutzung ist, mit einer besseren Steuerung der Prozesse, also quasi die intensiven Prozesse, energieintensiven Prozesse zu koppeln mit der Sonne. Und das geht ja zum Beispiel auch sehr gut mit KI. Und da sozusagen aus diesen Schichtmodellen heraus ein bisschen besser an die Rahmenbedingungen anzupassen. Und das mit kleineren Projekten starten, das ist, glaube ich, der Einstieg in mittelständische Unternehmen. Also Daten verfügbar machen, dann KI einsetzen und so den Mehrwert auch aufzeigen und KI und Nachhaltigkeit in den Unternehmen implementieren. Vielen Dank für die spannende Diskussion, danke für Ihre Insights. Hiermit schließen wir dieses Panel und wir freuen uns nach der Pause auf den nächsten Vortrag. Ganz lieben Dank.